Was ich komisch finde, es gibt echt keinen Aufschrei und es wird sehr wenig berichtet. Oh, ups. Schön, schmatz dir nochmal schön einen rein, bevor wir hier professionell dann werden. Dann müssen die jetzt durch, die Leute. Dann müssen die einfach durch. Ja? Wir sind auch zwei Menschen. Ich habe nicht gefrühstückt großartig. Wir sind zwei Menschen. Boah. Dropping the bombs here. Ja, aber ich, ja, like in es gab Jemen. Gerüchte, ich wäre ein Reptiloid aufgrund meines Moslem-Hasses, aber tatsächlich bin ich ein Mensch. Ja, ich habe da auch so in diesem Interview, das Video von dir, habe ich auch so Bildfehler gesehen, wo deine Augen dann mal so genau. Umgeklappt sind. Ja. Ich denke, das stimmt, das mit dem Reptiloiden. Schön, Tino, haben wir ein bisschen Dünnes gelabert. Das ist ja perfekt. Und auch Dickes. Perfekt für die dritte Staffel Brennpunkt Internet. Oh mein Gott. Bei anderen Serien müsst ihr ewig warten, ja. Bei uns geht es Schlag auf Schlag. Wie viele Folgen von Podumcast gibt es eigentlich insgesamt? Oh, nicht so viele. 15, glaube ich. Yes! Lange eingeholt. Geil. Das war mein Ziel. Jetzt können wir aufhören. Also Leute, wir sind Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, von euren Lieblingshosts, Matadoren und Podcast-Legenden Tino Ranacher und Robin Nosterafu. Der YouTube-Star und der heutigen Generation. Schauspieler im neuen Tatort, ja. Für den alle Leute einschalten. Scheiß auf Nora Tschirner und wie der andere Typ da heißt. Mit deutscher Schauspielerie kenne ich mich eh nicht aus, weil die alle, naja. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Grüße gehen raus an Christian, der war nett. Nora okay. Auch nett. Okay. Schön. Tino, na, was geht? Wir sind in Staffel 3. Wollen wir vielleicht irgendwie mal kurz Revue passieren lassen? Wie geht's dir denn eigentlich? Es ist viel passiert. Auch eine jetzt? Gute Idee, Robin. Wie geht's dir denn? Mir geht's, abgesehen von meinem wenigen Schlaf letzte Nacht und von meinem fehlenden Frühstück. Ich sitze hier gerade vor Keksen und Club Mate als Frühstück live im Radio. Quasi eine Frühstückssendung. Ansonsten geht's mir sehr gut. Ich bin gut drauf, habe gute Laune. Es ist viel passiert und habe mich vorbereitet auf die Sendung heute. Und ich habe mich nicht vorbereitet, mir geht's super und ich schwitze ein bisschen, weil es hier übelst warm ist, aber wir können das Fenster nicht aufmachen, weil dann hört ihr nämlich die asozialen Geräusche von draußen. Hört man das so krass, ja, wenn wir das aufmachen? Bestimmt. Wir wollen ja professionell sein. Hallo Leute, wir sind Brennpunkt Internet und wir geben einen kleinen Abklatsch der letzten Woche. Was ist so passiert? Was wird vielleicht auch noch passieren? Und was vor allem hat das Internet in Atem gehalten? Und was hat mich in Atem gehalten? Ich muss nämlich sagen, kennst du das? Du lernst etwas Neues oder siehst etwas Neues und urplötzlich ist es überall. Ja. Und ich habe von der absurden Abkürzung TK für Tiefkühl erfahren. Ja. Kanntest du das? Nein. Kannte das nicht. Ich finde das total dämlich, denn Tiefkühl, das sind zwei Silben und TK, das sind ebenfalls zwei Silben. Aber die Deutschen kürzen ja auch Abkürzungen ab mit Abk. Ja, stimmt. Und Abk. Von daher, aber das ist so seltsam, ne? Ich höre das gestern das erste Mal, dieses TK. Ja. Und heute gucke ich auf meinen Tiefkühlbeutel, den ich seit eigentlich 2 Jahren oder so benutze und dann steht da TK-Beutel drauf oder es so. Es fällt dir einfach ins Auge, ja. Es knallt dir ins Auge. Das ist wie mit schwangeren Frauen. Ich habe schon gehört von... Den knall ich auch immer ins Auge. Richtig. Und ich habe von vielen Frauen gehört, wenn sie Kinder haben wollten oder schwanger waren, haben sie plötzlich überall Kinderwagen gesehen, weißt du? Ekelhaft. Und ist jetzt überall YouTube-Stars. Seit ich dich kenne, ist überall YouTube-Stars auf der ganzen Straße, überall. Weimar ist auch sehr groß. Ich weiß nicht, ob ich das leaken kann, weil das eigentlich geheim ist. Aber dass du aus Weimar kommst? Nee, aber es gibt eine ganz große YouTuberin hier, die im Funknetzwerk ist. Die hat irgendwie 750.000 Abonnenten. Die kommt hier aus Weimar. Das sind halb so viele, wie du hast. Ja. Was? Naja, aber kommen wir doch mal zu den Themen, denn es ging einiges diese Woche ab, oder? Vieles ist... Vielleicht auch, also manche Leute waren regelrecht kopflos aufgrund der Ereignisse. Kurt Ach Cobain. So, Triggerwarnung übrigens. Triggerwarnung. Hallo, wo? Ganz, ganz schnell abschalten, wenn ihr bitte keinen derben Humor versteht oder hören wollt, wenn ihr vielleicht auch zynische Kommentare manchmal nicht so angebracht findet und schwarzen Humor. Wir reden gerne über Amokläufe, über wir machen erschossene auch gerne Politiker. Welche, genau. Richtig. Gibt es denn erschossene Politiker? Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ja, Hashtag Hopschuss war ganz groß auf Twitter. Du hast mir sogar auch einen Link geschickt oder einen Hinweis, dass er erschossen wurde. Und ich habe Achtung, sehr, Tino, Hinweis, er wurde erschossen. Und ich habe sehr zynisch geantwortet, ja, der falsche CDU-Politiker. Aber natürlich darf man gar keinen erschießen, aber... Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht bekannt, wer das war, warum das war. Richtig. Aber ich bin einen Schritt weiter, liebe Leute, hört her. Es hat einfach nur eine Person überprüfen wollen, ob CDU-Politiker doch ein Gehirn haben. Ah ja, richtig. Denn daran konnte man in den letzten Wochen echt ein bisschen zweifeln. Auch heute haben wir wieder Themen, die da in diese Nische reinballern.
Deswegen wurde auch wenig berichtet über diesen Fall, weil es einfach ein Wissenschaftsfall war. Es war eine Studie, ob CDU-Politiker Gehirne haben. Es handelt sich übrigens um Walter Lübcke, ja, der Kasseler Regierungspräsident, der in Nordhessen regiert hat. Und es war, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt kein Fan von CDU-Politikern, aber er war sehr flüchtlingsfreundlich, hat sich sehr engagiert. Und was ich komisch finde, es gibt echt keinen Aufschrei und es wird sehr wenig berichtet. Ups. Zum Glück machen die Profis das. Ich trinke gerade Club Mate. Wodka eh trinke ich. Tut mir leid. Ja, ich finde es jedenfalls komisch, dass sie nicht berichten. Und ich glaube, es ist aber auch aus ermittlungstechnischen Gründen, dass sie halt nicht so viel verraten wollen. Das mag sein, aber ich fand es gut, dass du gesagt hast, ich finde es ein bisschen schade, weil der war flüchtlingstolerant oder irgendwie so. Wär jetzt Feind gewesen, fändest du so einen Kopfschuss in Ordnung, ja? Nein, also was ich mir denke bei solchen Fällen ist immer, man darf erstmal gar keiner schießen, ja. Aber wenn man es dürfte und wenn man es wollte, gäbe es viele andere Politiker und Politikerinnen, die vor Walter Lübcke kommen. Vielleicht war das ja auch so ein privates Ding. Das muss ja überhaupt nicht politisch motiviert gewesen sein. Naja, also ich weiß nicht. Wenn so ein Regierungschef abgeknallt wird, weswegen erschießt du denn sonst einen 65-jährigen alten Opa in seinem Vorgarten? Na, weil ich den Vorgarten selber haben will. Keine Ahnung. Erbe? Hä? Weißt du's? Wir werden es erleben. Naja. Und die Rechten bejubeln den Tod ja auch. Ja. Ja, endlich. Hoffentlich folgen noch mehr. Sowas war zu lesen. Ja, ganz schlimm. Da gab es große Kritik dran vom Herrn Seehofer. Der war aber selbst auch sehr in der Kritik in den letzten Tagen. Weswegen? Das habe ich nicht mitbekommen. Hast du gar nicht mitbekommen. Nee. Mehrere Sachen. Aber kommen wir gleich zu. Das machen wir das als kleinen Teaser. Denn ich habe dazwischen noch was. Es gibt nämlich ganz brandaktuelle Hochrechnungen, beziehungsweise die Tagesschau hat hier den Deutschlandtrend erfragt. Ne? Sonntagsfrage zur Bundestagswahl. Mhm. Und da sind die Grünen ein Punkt über CDU und CSU. Das ist unglaublich, ne? Das ist echt hart, ne? Und das habe ich nicht erfahren durch deutsche Medien, sondern durch Reddit. Ja, die russischen Trolle haben mir das zugespült. Nee, ich glaube, die würden das nicht so gut finden. Nee, auf Reddit, also wirklich auf den World News von Reddit, war das großes Thema. Und in den Kommentaren hieß es dann, oh Moment, Angela Merkel ist konservativ. Das fand ich ganz nett von den Amerikanern, denn für Amerika ist eine Angela Merkel so gar nicht konservativ. Ja, stimmt. Wenn man das mal vergleicht. Dann müssen, ne, die ja mit Trump und den Republikanern auskommen. Merkels, wir schaffen das gegen Trumps, we must build a wall. Richtig, ja. Das ist schon ein schöner Kontrast. Er wird ja oft verglichen irgendwie mit irgendwelchen SED-Politikern, weil er eine Mauer bauen will. Aber ich finde, sie sind das komplette Gegenteil, ja. Also die SED hat gesagt, sie bauen keine Mauer, aber haben es gemacht. Ja, und er sagt immer, ich baue eine Mauer, aber er macht es nicht. Das stimmt. Ist der große Unterschied. Er ist ein richtiger Anti-DDR-Mensch. Richtig. Gute Beobachtung. Ja, die Grünen, also wie du es nochmal machst. Es kann echt sein, dass wir irgendwann einen grünen Bundeskanzler haben. Dieser komische Habeck, bei dem man immer Piccolo, so viel hört. Oberteufel Piccolo. Piccolo Habeck, genau. Der wird Bundeskanzler unter Umständen. Ich fände es spannend. Ich finde jetzt ihn nicht geil. Hast so. Du jetzt wieder nicht verstanden, ne? Nein, weil überhaupt du keinen Dragon Ball nicht. Kennst. Du hast gesagt, einen grünen Bundeskanzler. Ach so, wegen Dragon Ball. Und Piccolo ist grün. Ach, Tino. Ich wollte es überspielen. Die Leute gerade im Radio, ne, die denken sich jetzt, oh, das ist fast so schlimm, wie Greta Thunberg mit Julia Reda zu verwechseln. Ich habe es doch überspielt. Hat doch gesagt, ja genau, Piccolo Habeck. Weil ich dachte, das passt schon irgendwie. Aber ich kenne Piccolo. Ich habe auch Dragon Ball Z geguckt damals. Okay. Der dann Gott geworden ist. Vielleicht hey, wird ja auch Habeck Gott. Ja, voll wahrscheinlich. Ach, ein Spoiler, Alter. Die Serie ist 20 Jahre alt. Na, die läuft aber gerade wieder. Ich habe es übrigens noch nicht geguckt. Dragon Ball GT oder? Nee, Dragon Ball Super, glaube ich. Es gab aber immer Gerüchte früher, dass nach Dragon Ball Z kommt Dragon Ball GT und dann Dragon Ball AF, also After Future. Aber aber das kam, genau, oder sowas, kam halt ewig nicht. Und bis dann GT rauskam, war ich dann völlig. Hatte schon mein GTR, ja. Dann habe ich kein Dragon Ball mehr gucken müssen. GT war aber auch echt nicht so gut, muss ich sagen. Das habe ich noch geguckt. Ja, ich habe auch eine Folge gesehen, oder die ersten zwei zumindest, und war nicht mehr geflasht. Aber auch Dragon Ball Z finde ich heute scheiße. Hä, bist du bescheuert? Ich gehe. Tschüss. Ist so. Tschüss. Ist so. Ja, Genua, willkommen zu Brennpunkt Radacher hier auf Radio Lotte. Nein, na, du dumme Sau. Es ist ein Spoiler für deine zukünftigen Projekte. Nein, ist es überhaupt nicht. Ja, Dragon Ball Z ist einfach großartig. Man kann ein bisschen Sache wegschneiden, ja, da ist sehr viel Fett dran, aber. Ja, nein, das geht ewig, es zieht sich so lang. Das habe ich früher gar nicht mitbekommen, ja. Als ich vor Pro7 saß, oder Tele5 kam das, glaube ich, nee. 19 Uhr freitags, da saß ich vor dem Fernseher völlig geflasht beim Abendessen so und habe da meine Nudeln gegessen und so, oh geil.
Aber wenn ich mir das heute angucke, das zieht sich ewig lang. Die Zeit hat doch keiner mehr. Es gibt Dragon Ball Abridged, glaube ich, hieß das. Da haben sie all diese Füllfolgen und so weggeschnitten. Also das sind dann irgendwie, ich glaube, 100 Folgen oder so statt 250. Und das kannst du dir richtig schön reinballern. Gerne. Weil die Folgen mag ich ja, also die Geschichten mag ich ja. Aber es zieht sich einfach. Tino, wollen wir hier vielleicht mal ein bisschen Struktur reinbringen? Ja. Ich habe ein ganz großes Thema. Da gibt es viel zu berichten. Trump war nämlich in England. Und ja, da lustig. Gibt es so viele witzige Sachen drumherum. Schöne Bilder vor allem. Ohne Spaß, ja. Mit seinen kleinen Händen, wie sie das rausgucken aus diesem großen Anzug. Also, erstmal, ja, bevor er überhaupt gelandet ist, hat ein Kunststudent einen riesigen Penis neben die Landebahn in seinen Rasen reingemäht. Ja. Ein Schlag ins Gesicht von ihm. Oi, Trump steht dann da. Und das sieht er dann, wenn er mit dem Flieger landet von oben. Und das fand ich schon sehr schön. Aber dann gab es wieder Baby Trump. Kennst du den? Hatten wir, glaube ich, auch ja, schon im Trendpunkt. Ja, auf jeden Fall, ja. So einen Luftballon. Wo sie in so Photoshoppen, wie er als kleines Kind vor irgendwelchen Prominenten steht. Nee. Ein riesen Luftballon in Form von Trump als Baby. Ja, das gibt's auch, ja. Und da hat auch so ein Museum gesagt, dass wenn die Aktion vorbei ist, dass der dann auch mit ins Museum aufgenommen wird. So als historischer Teil Englands. Finde ich sehr großartig. Würde ich mir teuer bezahlen lassen. Ja. Meine Meinung. Und da gab es dann aber ein virales Video. Und zwar von einer Gegnerin von diesem Baby Trump, nämlich eine Befürworterin vom richtigen großen Baby Trump. Und die nennt sich irgendwie Amy irgendwas, bla, ist so eine ältere Dame, 60 vielleicht, ist witzig. Ami Amy, also sie ist so Klischee-Ami, rennt hin, hat einen Livestream an mit ihrem Handy, rennt zu diesem Luftballon hin und sticht mit einem Messer rein. Und dieses Video, das ist wie die Wahrheit von Vollasitoni. Da sind so viele geile Zitate drin. Es ist einfach nur großartig. Sie hat den richtigen Ballon abgestochen. Ja, pass auf, ich beschreibe dir das Video mal. Ja. Sie geht dahin, sticht rein, schreit, yeah, yeah, I did it. Die anderen natürlich, ja, drehen übelst durch, aber sie sagt sofort, fasst mich nicht an. You rape me. Ja, genau, dieses so. Ja. Und das Erste, was sie dann argumentativ sagt, ist, Donald Trump is the best president of the whole world ever. So, in diese Richtung. Und dann spricht sie wieder zu ihren Leuten und sagt, done it, guys. Oh yeah, baby. So richtig, so eine 60-Jährige, die so spricht. Und dann kommt Part. Ah, ja, schon die 60. Dann ja. kommt der richtig geile Part. Sie hält die Hand hoch und die blutet wie Sau. Sie hat sich, ich weiß nicht, wie man das schafft, mit einem Messer irgendwo reinzustechen und sich dabei selber aufzuschneiden. Aber sie hat sich die Hand richtig fett aufgeschnitten, also es blutet richtig hart. Vielleicht falsch rumgehalten, weißt du? Dass sie an der Klinge angefasst hat. Ja, wahrscheinlich. Sie ist auch sehr alt. Ja. Und Trump-Supporterin. Ist nicht unwahrscheinlich. Auf jeden Fall kommen dann die ganzen Polizisten an, sagen hier, was war das und bla, wollen sie halt festnehmen. Und sie schreit natürlich, hey America, help me! America, America! Und die Polizisten sagen, beruhigen Sie sich, alles ganz gut, leisten Sie keinen Widerstand und so. Und sie sagt so, I'm super relaxed. Das ist so großartig. Und das will ich sehen. Und dann fällt das Handy runter. Schreib's dir auf. Trump. Auch eine Schauempfehlung an dieser Stelle an die werten Zuschauer. Trump-Baby-Attentat werde ich nachher mal googeln. Ja. Gut, und im Zuge dessen hat auch noch eine Schlagzeile die Runde gemacht im Günther Netzo, dass der werte Prinz Charles 75 Minuten extra mit Trump geredet hat, als eigentlich angeplant war, um ihm davon zu überzeugen, was die Gefahren des Klimawandels sind, der Klimakrise. Ja. Aber der werte Präsident hat trotzdem gesagt, nee, die USA, die sind sauber. Und das sind we're so clean. Und das sind andere Länder, die dafür verantwortlich sind und so. Und das hat man jetzt ja auch schon zur Genüge auseinandergenommen. Also ich weiß nicht. Auf der einen Seite muss man da immer wieder irgendwie den Finger drauf zeigen, weil es halt irgendwie so dumm ist. Auf der anderen Seite wird man halt auch der Sache ein bisschen müde, so wie du heute. Ja, aber Props gehen raus an Prinz Charles, ja. Der selbst er das gerafft hat, ja. Dann ja, und der ist ja auch sehr alt. Der ist ja, keine Ahnung, guck mal, was hat der alles erlebt, ne? Ist ja auch schon 80, keine Ahnung. Stimmt. Wie alt er ist. Also die Queen ist ja, der wäre ja mal dran, wenn die Queen stirbt, aber das wird ja nicht passieren. Ich glaube, er stirbt vor ihr. Mhm. Meine Prognose, meine persönliche. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber das kann ja sein, dass er stirbt. Ich wünsche es ihm, dass die Queen stirbt.
Ja. Das ja auch mal. Ja. Auch mal nichts tun mal ganz kann kurz. Den ganzen Tag. Also was macht denn die Queen eigentlich? Nichts, oder? Naja, es gab irgendwie. Ich verstehe es eh nicht so richtig, dass sie auf der einen Seite ein Parlament haben, auf der anderen Seite haben die eine Königin. Habe ich nie ganz gerafft. Es gab irgendwie auch so eine Schlagzeile, da meinte die Queen, aber irgendwie wurde es dann, es hat sie nicht wirklich gesagt. Theoretisch hat sie das Recht, aber sie hat es nicht gesagt, dass sie das Recht hätte. Weiß ich nicht, ihr könnt es nochmal überprüfen, dass die Queen theoretisch Trump einfach hinrichten lassen könnte und sie das Recht hätte, unbestraft das irgendwie über sich. Ja. Ja, also diese Tat zu begehen, ohne dass sie belangt wird dafür, weil sie halt die Queen ist. Aber auch nur wohl in England an sich. Ja. Und trotzdem würde sie dann halt international zur Rechenschaft gezogen. Natürlich, das würde Krieg geben, glaube ich. Das war einfach nur das Ding, dass sie irgendwie als Queen theoretisch, überprüft es gerne selber, ich habe es nur am Rand mitgekriegt, ich habe es jetzt nicht recherchiert. Gut und nutzt es nicht. Ja, sie eben. Ist so blöd. Die ist so blöd und dann verliebe sie sich. Naja, gut. Aber die ist eh sehr klug, die Queen. Die hat ja auch, als Trump zum ersten Mal da war, hat sie sich wohl aus Protest irgendwie an ihren Hut so einen Schmuck dran gemacht, den sie von dem Amtsvorgänger bekommen hat oder so. Also, also von Obama. Ja, ich erinnere mich. Die Frau ist sehr klug. Für ihr Alter. Ja. So wie unsere Zuhörer. Ja, die sind nämlich auch relativ wie sie. Alt. Die sind auch, wie auch relativ sie. Alt, sind aber klug, da sie den Brennpunkt Internet hören. So ist es. Großartig, unsere Leute. Leser und Leserinnen. Ja. Wer vielleicht das erste Mal einschaltet, wir sind nämlich so besonders, weil wir gleichzeitig als Podcast fungieren für junge Leute in diesem Interwebs und aber auch als Radioshow hier lokal. Total schizophren. Wir sind so zweigleisig. Ja. Und jetzt ein Thema für die jungen Leute, würde ich sagen. Ja, und zwar raus. Sarah Connor. Oh ja. Gott, ich gehe schon wieder. Die Stimme unserer Generation, ja. Welche Generation ist das? Ich weiß es auch nicht so genau. Ja. Jedenfalls hat sie einen Song veröffentlicht mit dem Namen Vincent. Den kenne ich. Und da geht es um nicht. Einen, also zumindest im ersten Teil des Songs, um einen jungen Mann, der kein Hoch bekommt, wenn er an Mädchen denkt. Okay. Und so fängt der Song eben auch an. Irgendwie, er bekommt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Das ist der erste Satz sogar. Das ist der erste Satz, genau. Okay. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, oh, das ist aber ein bisschen billig geschrieben und ein bisschen sehr eindeutig. Weil ja, aber das Wort Hoch ist da jetzt schon zweideutig, ne? Also, so ist es. Ach, so ist es auch gemeint, oder was? So ist es gemeint. Oh, das ist ja der Eine Wahnsinn. Erektion. Dass der Vincent keine Erektion erhält, wenn er an nackte Moment. Frauenbrüste denkt. Also es ist doch jetzt so gemeint, wie es plakativ auf den genau. ersten wirkt. Weil es gibt ja auch ein Stimmungshoch zum Beispiel. Ich kriege auch kein Stimmungshoch, wenn ich Frauen sehe und was die hier für Rechte in unserem Land haben. Ja, zu viel. Aber ich glaube, Sarah Connor ist so eine Künstlerin, dass es mindestens vierdeutig gemeint ist, was sie da singt. Okay, ein Fass mit 38 Böden. Genau. 38,5. Jedenfalls wird dieser Song boykottiert von den Radiosendungen. Und sofort hieß es, lass oh, den mal spielen. Wir sitzen doch hier gerade bei einem Radio, lass den mal schnell spielen. Und sofort heißt es, ja, wie homophob die alle sind, dass sie diesen Song nicht spielen wollen. Aber ich glaube, es geht echt um diese billige Zeile irgendwie. Also ich finde, man hätte es schöner formulieren können. Aber wie können. Ist denn der Chorus? Der ist schöner. Ich habe mir den Song angehört. Also ist das nur, geht es nur darum, ja? Naja, es geht darum halt irgendwie um Liebe, dass Liebe Liebe ist. Und das Video findet wohl auch in so einer Kirche statt, wo so ein christlicher Gospelchor. Er kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht. Und so, ich mach's nicht zu lange, weil sonst wären wir irgendwo weggefleckt. Geclaimed. Aber jetzt können wir immerhin mal sagen, wir sind ein Radiosender, der das Lied nicht boykottiert hat. Wir haben den Boykott boykottiert. Jedenfalls. Es ist ein schönes Lied, der Refrain ist sehr schön. Ich bin ja auch Sarah Connor kritisch. Brauchst du Taschentuch? Wäre nicht schlecht, ja. Ich bin ja nicht Sarah Connor feindlich, aber ich bin Sarah Connor kritisch. Guck mal, hier hast du ein Taschentuch, mein danke, Freund. Danke, danke. Warte, ich muss kurz professionelles Radio machen. Tu es. Geil. Und ich beiße von meinem Keks ab. Ist das eigentlich schon Punkrock, was wir hier machen? Schon, oder? Wie heißt das? LMSR oder so? AIDS? Irgendwie sowas. NSDAP? Ja. Ja. Oh, sind wir gut. Sarah Connor, also hört gerne rein in den Song, er ist sehr schön. Aber ich kann es verstehen, wenn er nicht gespielt wird. Außer bei uns jetzt. Also ganz ehrlich, Sarah Connor fand ich noch nie gut, hat noch nie mich irgendwie interessiert. Ich habe das nie gerafft, dass die irgendwie aus Deutschland ist, aber so einen Namen hat und was da dahinter steht. Und es hat mich auch nie interessiert. Aber sie singt ja auch sehr gut. Aber ich fand ihre englische... Findste. Ich finde, die wirkt immer wie so eine Mutti. Weißt du, ich fand die nie sexy. Das ist einfach keine, nee. Keine Britney Spears oder Christina Aguilera. Es gibt vor allem eine bessere Sarah Connor in der Terminator-Reihe. Also will ich nicht über die Sarah Connor jetzt reden. Das verstehe ich auch nicht. Verstehst du auch nicht. Da gibt es einfach eine Person, die diesen Namen trägt. In der Reihe. Ja. Terminator kennst du. Ja, klar. Terminator.
Okay. Irgendwas, was sagt er immer? Hasta la vista, Baby. Oder sowas, keine Ahnung. Arnold. Sagt er immer wieder. Arnold seine einzige Zeile im Film. Ja, nice. Hört rein. Also, nochmal zurück zum Umweltthema. Vielleicht können wir das, vielleicht hätten wir es ein bisschen, wenn wir Profis wären, ja, hätten wir es auch strukturiert machen können, dass wir so eine kleine Umweltsektion haben oder so. Weil wir müssen ja auch sagen, ne, als wir Brennpunkt angefangen haben, haben wir schon den grünen Daumen nach oben gezeigt. Auf jeden Fall. Und jetzt auf einmal, ja, also ich will ja nicht behaupten, dass es da vielleicht eine Kausalität gibt. Aber auf einmal redet ganz Deutschland und eigentlich auch die ganze Welt nur noch über ökologische Themen und Klimakrise hier und da. Also ich glaube schon, dass wir dafür verantwortlich sind. Wir springen nicht auf Züge auf, wir fahren die Züge. Ja. Das darf man nicht vergessen. Naja gut, also ich würde sagen, wir stehen davor und ziehen die wie so krasse Bodybuilder. Mit unseren Buddies auf jeden Fall. Ja. Aber auch zum Umweltthema. Klimaaktivisten haben den Bundestag gestürmt, in Anführungszeichen. Hast du es mitbekommen? Nee, hatten die statt AKs Gurken in der Hand oder... Leider nicht, die hatten nur Transparente und es waren so irgendwelche Jugendlichen in schicken Anzügen, die haben sich als Besucher getarnt und sind dann mit so Transparenten, wo dann drauf, was drauf stand wie... Nichts, weil die transparent waren. Genau, die waren transparent, da stand gar nichts drauf. Eure Klimapolitik ist gleich Katastrophe und haben sich dann so hingestellt, da kam irgendein Politiker, der ist den dann weggezerrt und daraufhin haben sie alle auf den Boden gelegt, so aus wie Protest. Gurken. Wie Gurken, da haben wir es wieder, diese Gurken, die tauchen doch auf. Und dann hat der Bundespräsident, nicht Bundespräsident, tut mir leid, der Bundestagspräsident, glaube ich, ist das Wolfgang Schäuble? Der Bundestagsmann, ja. Genau, der. Steh auf, wenn du für Freiheit bist, Schäuble. Genau, richtig. Ja, der hat dann irgendwie gesagt, das Zeigen von Transparenten im Bundestag ist, wollte halt verboten sagen. Dann ist aber cool geblieben und meinte, ja okay, ist cool. Wenn ihr hier liegen bleiben wollt, könnt ihr ruhig machen, aber morgen hier machen wir die nächste Sitzung, bis dahin müsst ihr aber verschwunden sein. So. Okay. Hat einfach weitergemacht. Da lagen aber irgendwie so 20 Jugendliche auf dem Fußboden und haben protestiert. Okay, witzig, hab ich nicht gesehen, muss ich mir mal angucken. Gibt es davon Aufnahmen, ja? Ja, genau. Schön. Und da gab es Kommentare von wegen, dass Schäuble den Jugendlichen die Ehre genommen hat mit der Aktion, weil die dachten, oh krass, jetzt könnte ich diese Sitzung nicht fortführen. Genau. Aber er sagt, ja, bleiben Sie ruhig liegen, wir machen einfach weiter und hat seine Rede weitergeführt. Und nur gesagt... Ja, aber also es geht ja eher darum, dass man die Aktion irgendwie sieht und mitkriegt und das ist ja trotzdem, also ob das jetzt irgendwie... Und das ist der nächste Schritt, weil es das Erste... Die hätten die Rollstuhlrampe blockieren müssen. Vielleicht, ja. Mhm. Das Erste ist, dass zwei Podcaster das Thema ansprechen, wie wir. Wir waren ja die Ersten. Ja. Dann kommt eine Greta Thunberg, die dann diese Demos organisiert. Und dann wird der Bundestag gestürmt, friedlich. Was passiert als Nächstes? Ich glaube auch, wir haben im vorletzten Podcast Greta Thunberg groß gemacht mit dieser Verwechslung. Auch. Weil in Deutschland kennt man ja eher Julia Reda wegen den Artikel 13 Sachen. Aber durch diesen großartigen Gag von Herodes. Die kannte vorher keiner, muss man sagen. Ist jetzt Greta Thunberg bekannt geworden. Also seid uns dankbar dafür. Gern geschehen. Wo wir gerade immer noch bei der Umwelt sind. Es gab nämlich zwei große News, die auch auf Reddit richtig, richtig abgegangen sind. Ja. Das waren zwei Headlines. Das eine Mal hieß es gibt eine Statistik, die CO2-Statistik haben wir jetzt auch schon mehrfach bedingst. Und das ist die schlimmste Statistik oder die einzig relevante eigentlich für uns sein sollte. Es war halt so ein Artikel. Und dass wir den Reichtum eines Landes in Zukunft eigentlich nicht mehr an Einkommen oder so ermitteln sollten, sondern an der Emission von solchen Gasen. Ja. So. Und das ging richtig ab. Also es war jetzt erstmal an sich keine neue Enthüllung oder so da drin, aber die Leute haben es geteilt wie verrückt. Und im Zuge dessen auch noch eine zweite Sache. Und da ging es um, hatten wir auch schon, Brasilien, Bolsonaro. Ja. Genau, den hatten wir, als er so ein Ureinwohner-Tribe hier aus dem Regenwald vertrieben hat. Ja, in genau. Brasilien, ja. Der neue, nicht ganz so geil, also so ein kleiner Trump aus Brasilien. Und unter seiner Flagge wird jetzt auch der Amazon Rainforest schön weiter abgeholzt. Das ist so viel. Gegen Amazon finde ich ja gut. Ja, das war nämlich mein erster Gedanke. Ja. Wenn Amazon nicht bald was tut und gegen die Regenwaldabholzung was unternimmt, irgendwann weiß keiner mehr, warum die überhaupt so heißen. Das ist doch dann irgendwie für den Imageproblem. Das ist euer Problem, Amazon. Also nehmt mal ein bisschen Geld in die Hand. Apropos Geld in die Hand, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht einfach mal auf irgendein Nostarafo-TV-Video auf den Amazon-Link und kauft ganz schöne Sachen. Hinterlasst denen noch eine Notiz. Hey, Bolsonaro, holz mal nicht unsere Namensgebung ab. Und dann haben wir alle was davon. So ist es. Dankeschön. Immer Geld her. Nee, aber das fand ich ganz nice.
dass wir auch da mit unserem Brennpunkt auf Reddit international so große Wellen geschlagen haben, dass so wirklich klimarelevante Themen so hart gepusht werden. Also waren wirklich mit die größten, es waren ja nicht mal News in dem Sinne. Okay, das mit dem Regenwald schon, dass da die Abholzung so weit vorangetrieben wird. Aber dass das so gepusht wird. Ja, Deutschland gilt sehr oft als Vorbild, also als Beispiel für irgendwas, dass wir, weil wir so eine starke Wirtschaft haben und auch relativ viel erneuerbare Energien benutzen. Und deswegen gelten wir auch in vielen Ländern irgendwie als Vorreiter. Aber da gibt es andere Themen wie Internet, wo wir halt hinterherhängen. Also es ist so ein Zwiespalt. Wir könnten so gut sein, wir könnten das beste Land der Welt sein. Mhm. Sind wir aber nicht. Könnten aber sein. Auch was Massenmord und Genozid angeht, sind wir für viele bestimmt Vorbild gewesen. Nee, nicht. In Armenien zum Beispiel. Ja, da muss ich nämlich jetzt mal drauf einhaken. Das ist ein großes Thema, Leute. Da spricht nämlich keiner drüber. Genau wie dieses Tiananmen Square-Ding in China. Interessiert auch keinen. Habe ich auch einen Tweet gemacht. Es juckt einfach keinen. Hm. Das hatte nämlich 30-jähriges Jubiläum. 4. Juni in China. Studenten überfahren, weggeholzt. Ja, einfach... schaut es euch selber mal an. Da ist nämlich auch eine, naja, nicht wirklich eine Doku, sondern ein Beitrag, ein Video von 15 Minuten, auch relativ viral gegangen von einem Reporter, der damals dabei war. Der hat das jetzt alles nochmal zusammengeschnitten mit seinem eigenen Kommentar dahinter. Und die Bilder, die man da sieht, sind schon echt heftig. Das sind halt alles sehr junge Leute. Und dann haben Leute auf Reddit das dann wieder analysiert, was da für eine polizeiliche Taktik eingesetzt wurde, dass die quasi so eingekesselt wurden von den Polizisten und Militärs, dass die quasi keine Möglichkeit hatten, wegzugehen. Und dann heißt es, hey, wenn ihr jetzt hier nicht weggeht, dann können wir gegen euch machen, was wir wollen, so, weil ihr seid eine Gefahr. Aber sie können ja gar nicht, weil sie eingekesselt sind. Ja. So. Und das ist alles richtig, richtig mies. Kennst du bestimmt auch, kennt jeder eigentlich, dieses Bild, wo der Typ vorm Panzer steht. Genau. Dieses ganz Bekannte. Wo keiner weiß, wer das ist übrigens. Ja, und da gibt es auch noch eine größere Variante. Man kennt immer nur dieses, wo man drei Panzer sieht, aber mal rausgezoomt, da stehen halt irgendwie 20 Panzer. Das ist besonders eindrucksvoll. Und er mit so Einkaufstüten irgendwie, wie er da stehen bleibt. Und das alles ist so interessant, weil YouTube hat nämlich mal wieder vor wenigen Tagen eine neue Richtlinie rausgebracht, die jetzt das Anzweifeln oder das Denyen, also das Leugnen vom Holocaust zum Beispiel oder von solchen Events. Das mit Armenien und so, das ist da halt nicht wirklich namentlich erwähnt worden. Deswegen ist es interessant, ob sowas da auch mit reinfällt oder quasi nur diese Bekannten, so 9-11 oder Sandy Hook zum Beispiel wurde namentlich erwähnt. Weil das sind halt Sachen, die irgendwie für Amerika relevant sind. Aber wenn es dann um internationale Sachen geht, man weiß es nicht, ob das dann so durchgesetzt wird. Allgemein rassistische Videos jetzt sperren. Genau. Auch okay, alles, Hasskommentare vorgehen, genau. Was hier White Supremacists, also so Nazis oder Weiße sind die Herrenrasse, solche Ideologien irgendwie pushen. Alles soll gebannt werden und Sachen, und da wird es auch für mich dann spätestens sehr kritisch, Kanäle, die Hate Speech, also Hassrede, sehr oft benutzen, werden demonetarisiert. Und da ist zum Beispiel jemand dabei, den du vielleicht auch kennst, Stephen Crowder, Change My Mind, hast du vielleicht mal was gesehen. Ja. Und ich finde, das ist nicht ganz gerechtfertigt. Also ich habe jetzt auch nicht so viel von dem gesehen. Ich bin jetzt auch nicht seiner Meinung in vielen Sachen. Er ist zum Beispiel auch ein großer Abtreibungsgegner, was ich nicht unterschreibe. Aber trotzdem fand ich das Format an sich jetzt nicht schlecht. Es war für mich immer sehr, es war für mich immer sehr eindeutig bei diesem Change My Mind. Also er setzt sich auf den Campus von der Uni und hat halt ein Statement vor sich auf dem Tisch oder am Tisch steht es dran und sagt Change My Mind, bla bla bla. Hier, es gibt nur zwei Geschlechter zum Beispiel. Change My Mind, also ändere meine Meinung für euch Rentner da draußen. Und meiner Meinung nach hat er nie den Ansatz gehabt, wirklich seine Meinung geändert zu bekommen. Er wollte eher nur zeigen, ich habe die Argumente und ich own euch alle so dieses. Aber trotzdem, dass er jetzt Hate Speech irgendwie rauszustellen. Das ist kein Hate Speech. Also kommt auf das Thema an. Wenn er jetzt irgendwie sagt, den Holocaust gab es nicht, change my mind. Das würde ich halt nachvollziehen. Aber wenn er jetzt sagt, es gibt zwei Geschlechter. Es ist ja eine Meinungssache vielleicht. Ja, also ich finde, dass Geschlechterrollen sowieso obsolet sind und dass man sich gar nicht mehr einteilen lassen muss. Aber das ist nicht gleich Hate Speech. Das ist halt irgendwie eine veraltete Meinung, maximal. Deswegen würde ich ihn da jetzt nicht reinziehen. Aber ich kenne seine Videos auch nicht. Ich weiß nicht, wie er argumentiert. Man kennt ihn halt als Namen, man kennt seine Memes. Naja, also das Ding ist, ich habe auch nicht viele, vielleicht macht er ja darüber hinaus noch andere Videos, wo das deutlicher wird, dass er wirklich Hate Speech macht. Aber
Meine Fresse, Hate Speech müsst ihr auch irgendwie ertragen. Klar, Hate Speech und Hate Speech, ja. Mann, Hassrede. Also wenn es irgendwie geht, ich hasse Schwarze, weil die sind schwarz oder so, das ist halt dumm. Change my mind. Ja, aber wenn man irgendwie einfach nur um seine Argumente oder weil man halt emotional ist, sagt, ja, ihr Abtreibungsbefürworter, ihr seid total dämlich oder so, das ist für mich keine Hassrede. Dann ist das halt emotional geladene Meinung so, ja. Aber nicht Hassrede. Sehr spannend war ein Zitat von Seda Sumunchu, der sagte, wenn 51% bei einer Volksabstimmung sagen, dass sie gegen die Homo-Ehe sind, ist es für ihn keine Demokratie, sondern eine Diktatur einer dummen Mehrheit. Huh. Das fand ich ein sehr schönes Zitat, weil es stimmt. Es ist zwar streng genommen Demokratie, aber deswegen bin ich auch persönlich gegen Volksabstimmungen, weil dann echt alle abstimmen dürfen. Und Menschen eben dann auch mitentscheiden, die von solchen Themen keine Ahnung haben und die auch keine Berührungspunkte haben. Und ich bin ganz froh, dass wir eine parlamentarische Demokratie in Deutschland haben. Ja. Meine Meinung. Ist kein Hate Speech. Ist ja auch gut. Also es sind bestimmt auch Sachen betroffen, die es verdient haben, betroffen zu sein und so. Ja. Diese generellen Verbote, ich weiß nicht. Also ich habe immer so das Gefühl, dass das eher das pusht so. Weißt du, Leute, die irgendwie jetzt sagen, okay, auf YouTube darf ich nicht mehr sagen, was ich will, dann ist ja was dran so. Mhm. Genau das Gleiche, auch jetzt hier wieder Demo gewesen. Die gleiche Demo, die du da mit deinem Interview bereichert hast, war jetzt 2-3 Wochen später nochmal. Genau. Und dann denke ich mir halt auch, wenn die da gerade irgendwas erzählen, da ging es nämlich auch darum, der Klimawandel ist eine Lüge und so. Also es geht um eine Demo hier in Weimar vor Ort, da war ich zugegen. Und er erzählte halt, Klimawandel ist eine Lüge und so. Und wenn dann aber gegenüber die Antidemonstranten die ganze Zeit pfeifen, machen sie das ja, damit das nicht gehört wird, was er sagt. So. Und das vermittelt auch so ein bisschen das Gefühl, so man will nicht, dass da das gehört wird, weil man Angst vor den Folgen hat. Ja, man hat Angst, dass das die anderen Leute mitbekommen und dass sie das dann auch glauben. Der Sinn hinter Gegendemonstration ist ja, dass man diese Hassreden der Rechten halt nicht einfach stehen lässt und dass man protestiert und dass man verhindert, dass sie gehört werden. Aber was wäre zum Beispiel, wenn man stattdessen mit diesen albernen Scheiß-Trillerpfeifen, die mir immer am Ort wehtun, ja, stattdessen einfach eine eigene Bühne irgendwie aufbaut oder mit Megafon oder ist das gesetzlich irgendwie dann nicht erlaubt, dass dann einfach eine Gegenrede passiert, wo man, weißt du, das ist aber wo man nicht, sich quasi nicht eine einfach. Gegenmeinung anhören könnte. Dann wirst du, wenn du auch eine Bühne haben willst, willst du hier am Goetheplatz in Weimar. Es muss ja nicht mal eine Bühne sein, das kann sich auf einen Stein einstellen mit dem Megafon, fertig. Ja, nee, du willst ja wirklich verhindern, dass das gehört wird, so diese Hassreden. Darum geht es ja und deswegen bringt es nicht viel, wenn du dann dagegen ansprichst. Ganz ehrlich, es ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Die 20 Hanseln, die vor diesem Mann stehen, hören das. Ob da jetzt Trillerpfeifen im Hintergrund sind oder nicht. Also den nimmst aber, du das nicht weg, nervt, dass sie das hören. Es nervt sie aber tierisch und sie gehen nicht mehr gerne auf Demos, weil sie wissen, wird wieder gepfiffen, natürlich. Ich glaube, das steigert eher den Zusammenhalt untereinander. Glaube ich nicht. Wir gegen den Rest der Welt so. Gäbe es keine Gegendemos, ist meine Vermutung. Nee, das sage ich ja nicht. Es soll ja Gegendemos geben. Nur da halt dieses dumme Gepfeife. Aber das nervt. Ich will hören, was der sagt. Nee, und dann kannst du ja rübergehen, kannst du ja erkennen. Anhören. Ja, aber nee, dann bin ich ja einer von denen. Ich möchte ja erkennen, der labert gerade was Richtiges oder er labert Scheiße. Das will keiner hören, erstmal ganz ehrlich. Ich will es hören, na klar. Ich will mir meine eigene Meinung bilden. Also ich finde es auch spannend. Ich gehe doch da nicht hin, um mir Trillerpfeifen anzuhören. Ich muss sagen, ich persönlich stehe auch gerne ganz vorne, um zu hören, was die da so reden. Ja. Aber ich finde, es ist viel wichtiger, denen was entgegenzusetzen, lautstärketechnisch. Kann man ja machen. Nimm diese scheiß Trillerpfeifen weg. Ey, das ist halt, ich verstehe es ja, ne? Ich finde es trotzdem ein bisschen nicht so ganz perfekt. Aber wenn ich mich da hinstelle und denke, na komm, höre ich mir den Schmarrn mal an, den er jetzt erzählt. Er erzählt gerade irgendwie menschengemachten Klimawandel, gibt's nicht. Höre ich mir mal an, was er zu sagen hat, so. Und dann stellt sich neben mir so eine Frau hin, 2 Zentimeter neben meinem Ohr. Alter, das geht. Ja, das tut weh. Wir machen immer die Aktion Dudel gegen Dödel. Ja. Dass wir dann Dudelsack spielen ganz laut. Also nicht wir, aber er, unser toller Kumpel, der das echt gut kann und dann auch sehr laut ist. Und das ist immer eine schöne Sache. Also ich finde das gut, dass man das macht. Meine Meinung. Ich finde es gut, dass man das macht, finde aber die Art und Weise könnte man optimieren. Ja, die Frage ist halt wie. Ich weiß es halt. Ich habe ein Angebot gemacht, eine Gegenrede oder so. Nee, das weiß vielleicht nicht, das ist das, vielleicht sagt dann die Polizei, das geht so nicht, aber ob man da jetzt mit einem Megafon eine Rede hält oder Trillerpfeifen, also da sehe ich jetzt nicht so den Unterschied. Aber das gibt es ja auch, dass dann über die Anlagen, wo da Musik läuft, auch Reden gehalten werden. Das gibt es ja eben auch, aber du willst ja aktiv verhindern,
dass man das hört von den Rechten und vor allem, dass sie keinen Bock haben, auf Demos zu gehen, weil sie genau wissen, wir müssen jetzt eine Stunde, stundenlang dieses Gepfeife ertragen von den Linken. Nee, ich muss jetzt nochmal ganz klar sagen. Ja. Also, folgendermaßen, die Leute, die du erreichen willst, sind ja die, die quasi so auf Kippe stehen, oder? Es gibt ja die, die da eh stehen und ihre feste Meinung haben, die hören sich den Scheiß an, aber haben eh die feste Meinung da bei diesem Demo-Ding, stehen da vor der Bühne. Dann gibt es die, die eh 100% dagegen sind, die Gegendemo, die brauchst du nicht erreichen, die wissen ja oder haben ihre Meinung, von der du auch willst, dass sie sie haben quasi. Aber du willst ja eigentlich die erreichen, die so auf Kippe stehen, ne? Oder? Eventuell. So, und ich glaube, dass da am ehesten das Gefühl vermittelt wird, okay, wenn die jetzt nicht wollen, dass ich das da höre, was die sagen, dann ist da ja vielleicht was dran, was die sagen. Muss man aber echt dumm sein, dann sind sie auch richtig auf der Seite. Okay, gut. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Man kriegt's ja, ich krieg das heute und hier am Radiobolzen eh nicht verändert, ja? Ja, nein. Ich wollte ja nur mal vielleicht ein bisschen eine andere Meinung hier. Seit ich 13 bin, gehe ich auf Demos und ich kenne das halt nicht anders, dass man da einfach pfeift, wenn da irgendwelche Nazis stehen. Und das ist halt was Tolles. Aha, hast du gerade das tolle Argument gebracht, ja? Illegale Drogen sind illegal, weil sie verboten sind. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich gehe seit ich 13 bin, gehe ich auf Demos. Ach, ich kenne das nicht anders. Ja, es muss nicht anders sein. Nö, aber man kann die Sachen optimieren. Das finde ich jetzt nicht optimierungswürdig. Okay. Ich mache das gerne. Nazis stören. Das nächste Mal stelle ich mich einfach mit da rein, höre mir die Scheiße an und hinterher stehe ich auf irgendeiner Liste und werde dann zusammengetreten. Wir sollten einmal einen Podcast machen auf so einer Nazi-Demo und reden dann mit Leuten. Wir sehen ja jetzt eh nicht so auffällig aus. Von mir aus. Das nächste Mal machen die wollen das ja jetzt öfter machen, oder? Lass mal das nächste Mal da mit reingehen. Gerne, ich bin dabei. Sind wir mal. Es kann sein, dass sie mich kennen, aber es ist, dann mich zusammentreten. Ich kann auch eine Sonnenbrille tragen oder irgendwas. Ja, so eine Nase mit so einem Bart. Genau, und so. Hitlerbart. Ich bin Rino Tanacher. Ja. Schön. Jetzt sind wir aber schon wieder ganz schön abgeschwurfelt, aber ist ja auch mal schön. Ja. Ich will auch mal was Positives loswerden. Wir sind immer noch bei Umwelt übrigens, liebe Leute. Ja. Ihr merkt unsere Struktur. In Costa Rica gibt es nämlich gute Neuigkeiten. Die haben nämlich die letzten 30 Jahre so viele Bäume gepflanzt, dass jetzt mehr als die Hälfte des Landes mit Baum besät ist. Das ist doch mal schön. Also Costa Rica, die machen ein bisschen was falsch, aber die machen auch ein paar Sachen sehr richtig. Und da sieht es nämlich sehr schön aus. Bäume sind schön. Ich kann auch empfehlen, den Kanal Fuck for Forest. Die drehen Pornos für den Regenwald. Finde ich gut. Ist doch toll. Auf YouTube oder was? Nee, auf irgendwelchen Pornoseiten. Ach so. Das wurde mir zugeschickt. Das fand ich sehr lustig. Das war ein Video, wo die auf irgendeinem Festival sind und dann bumsen halt irgendwie zwei während des Rockkonzerts auf der Bühne und dann rufen die Fuck for Forest. Und wenn man bei den Pornos kauft, dann geht das halt in den Regenwald. Die Pornos gehen dann in den Regenwald. Genau, quasi. Und auch die Ejakulate. Nice. Für Menschenbäume. Dann habe ich noch eine kleine Sache, dann kommen wir aber langsam mal, also ja, Umwelt ist schön und gut, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Zeit wir ungefähr haben. Ich auch nicht wirklich. Mach mal, kriegen wir. Ich glaube, wir können bis Viertel ungefähr. Ne? Okay, nice. Ja. Mount Everest. Der größte Berg der Welt. Richtig, danke, dass du hier nochmal so ein bisschen Trivia einstreust für die ungebildeten Zuhörer. Wissen ja die wenigsten. Da gab es eine 2 Monate lange Säuberungsaktion und die haben 11.000 Kilogramm an Müll und 4 tote Körper dort entfernt in diesem Zeitraum. Und das haben 20 Leute gemacht innerhalb dieser 2 Monate. Ach, toll. Das finde ich eine sehr schöne Nachricht. Das hat mich aber auch zum Nachdenken gebracht. Erstens, was zur Hölle ist denn da alles für Müll? Also klar, die nehmen Leichen. Da ihr Essen mit hoch und so. Aber what? Ja, 11.000 Kilo ist schon echt viel. Es ist echt viel. Die müssen vielleicht da doch mal einen Mülleimer installieren hin und wieder, oder? Naja, wenn du bedenkst, dass die Toten, die da gefunden worden sind, dann ihre Rucksäcke auch da liegen lassen haben, dementsprechend die auch schwer sind. Oh, pass auf, ich kann mal was richtig Gutes machen. Ich kann dir mal eine Frage stellen, dann kann ich mit einem Funfact, mit einer Trivia ankommen, von der ich mir aber nicht sicher bin, ob sie wirklich so war. Ja. Was denkst du denn, wie lange es dauert, eine Expedition zum Gipfel des Mount Everest zu machen? Also mit einem Guide machst du das dann? Also meinst du, wenn du vom Berg anfängst, von unten nach oben? Ja. Ich würde vermuten so 4 Tage. So, schön. Das dachte ich nämlich auch. Ja. Aber es sind irgendwie mindestens 1 Monat oder so. Wow. Ja, weil du irgendwie immer wieder, also check das lieber jetzt nochmal nach. Ich kann auch sein, dass es sogar 3 Monate oder so waren. Es war eine ultra lange Zeit, vielleicht war es auch 3 Wochen, deswegen habe ich mir irgendwie 1 Monat gemerkt. Klingt logisch, doch, klingt logisch. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel länger, als man denkt, weil man immer wieder runtergehen muss, um sich an die Luft zu gewöhnen. Also man geht hoch, dann wieder ein Stück runter, dann wieder hoch, also ein Stückchen weiter hoch und dann wieder runter. Aber wenn du das rausrechnest?
Na, dann weiß ich es nicht. Dann vier da Tage. Hört mein Trivia auf. Nee, aber das fand ich schon echt krass, dass das auch so eine Langzeitsache ist. Dass du da auch richtig Hingabe zeigen musst, um auf diesen scheiß Gipfel hochzukommen. Der ist ja auch nicht umsonst so groß. Also da braucht man ja auch eine Weile. Ich hätte jetzt maximal so gedacht, vielleicht sind es 3 Wochen oder sowas. Aber so lange, Respekt. Lest nochmal nach, ist auf jeden Fall ewig. Also, wer von euch war schon mal da? Herr Kleine, waren Sie schon mal auf dem Mount Everest? Stimmt, schreiben Sie uns. Herr Kleine hatten wir... Lang nicht mehr. Wollen wir uns zur 30. Folge Herr Kleine hier echt mal ranholen? Das wäre wichtig, oder? Ich würde es machen. Also er grüßt mich auch noch auf der Straße. Na, wenn du siehst das nächste Mal, sag ihm mal, hey... Wir haben in 9 Wochen 30. Ausgabe, da brauchen wir noch was Besonderes. Aber der blonde Politiker hier, wo du diesen Kopf hast, der hat mich böse angeguckt letztens auf der Straße. Ich habe hier im Brennpunkt von einem Politiker berichtet, der ein sehr prätentiöses, ekelhaftes Lied gemacht hat, wie schlecht Hass ist, und das macht mich aggressiv, das Lied. Ja. Infolgedessen habe ich ihn zum Meme erkoren, also zum gemeinsamen Gedankengut, über das man sich etwas lustig machen kann. Habe sein Gesicht ausgeschnitten, bin durch die Stadt gelaufen und so weiter und so fort. Habe jetzt sein Plakat bei mir zu Hause hängen. Und ja, nee, den will ich ja nicht. Nee, aber ist mir aufgefallen. Also er hat mich echt böse angesehen. Also er kann uns gerne schreiben, wenn er weiß, ob er gemeint ist, ob er es auch hört. Ob er einfach nur schlecht drauf war oder ob er das weiß, dass wir uns lustig gemacht haben. Oder vor allem du. Ja. Ich bin ja neutral eingestellt ihm gegenüber. Na gut. Auch wenn er von der SPD ist. Wenn der Krieg kriegt und der Mut mutiert und das Nazistiert und die Glatze glasieren. Es ist halt guter so Song, echt. Es ist halt so lächerlich, weil du halt merkst, er wollte einen viralen Hitler damit erzeugen, ja. Und es wurde halt nichts. Oh, wir haben länger keinen viralen Hitler erzeugt. Das stimmt tatsächlich. Ich finde, das ist der virale Hitler. Okay. Dieser Song. Ich habe vergessen, wie er heißt. Apropos Song. Hasslied. Apropos Song. Es Sarah gibt Connor, Song. Genau. Nein, nicht Sarah Connor. Es gibt den Song Earth von Lil Dicky. Keine Ahnung, wer das ist. Hast du mir geschickt gestern. Der ist völlig an mir vorbeigegangen. Der ist schon am 18.04. online gegangen. Mhm. Und das ist ein Konglomerat von, weiß ich nicht, 20, 30, 40 echt super bekannten Leuten. Ich lese mal ein paar Namen vor. Justin Bieber, Ariana Grande, Halsey, Zach Brown, Brandon Uri, gut, kenne ich nicht. Hailey Steinfeld kenne ich, Wiz Khalifa kenne ich, Snoop Dogg, Kevin Hart, Adam Levine, Kevin Hart. Miley Cyrus, Lil Jon, Ed Sheeran, also echt hier John Legend, Backstreet Boys, selbst die sind dabei. Das ist selbst ein Song. Fucking Psy ist dabei. Boah. Das ist ein Song, die machen alle mit. Und dafür finde ich die aktuell 140 Millionen Aufrufe relativ wenig, muss ich sagen. Und da geht es darum, ey, wir lieben die Erde, das ist unser Planet, wir lieben die Erde, das ist unsere Heimat. Und jeder dieser aufgezählten Namen ist halt quasi ein Tier, die so eine Zeile singen. So. Aha. Und es ist quasi, um aufmerksam zu machen, Klimawandel und so. Sowas wie We Are The World. Ja, genau. Nur ein bisschen anders. Und am Ende gibt es dann auch einen Aufruf hier, alle, die das runterladen. Das geht dann direkt an gute Ziele. Ach, wie toll. Genau. Kann man hören. Finde ich ganz interessant. Schau mal rein nachher. Ja, den Song an sich finde ich jetzt nicht so Hammer. Die Idee finde ich ganz geil. Und Justin Bieber sagt, er hat einen riesigen Anus in diesem Song. Also von daher ist es ein Hit. Ja. Ah. Er ist nämlich ein Baboon. Gut zu wissen. Ein Baboon. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch für Baboon. Ein Pavian, glaube ich. Ach so, ja. Ist auch ein bisschen. Ist auch ein bisschen hohl. Ja. Muss man sagen. Und dann, um Klima vielleicht endlich abzuschließen, es gab noch die Aussage oder das große Hashtag auf Twitter, was getrendet ist, Hashtag No More Pillepalle. Denn die gute Merkel hat gesagt, sie will kein Pillepalle mehr jetzt in der Politik. Und da ging es auch hauptsächlich um Klimakrise und was dagegen tun. Und das ist ja auch, was ich letzten Podcast gesagt habe. Wenn jetzt alle Parteien auf einmal grün werden, dann gibt es keinen Bedarf mehr für die Grünen. Aber so klug sind die Politiker nicht. Nee, also vor allem Merkel wird sich jetzt kurz vor ihrer Amtszeitendung nicht mehr groß verändern. Sie hat klare Ansagen gemacht, hat gesagt, kein Pillepalle mehr. Tino, kein Pillepalle mehr. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet. Ich halte dagegen. Sie hat damals als Fukushima, kurz vor Fukushima, nee, war das Fukushima, was erst war, 2011 oder sowas, da hat sie nämlich noch vorher die AKW-Laufzeiten verlängert. Dann ist diese Katastrophe passiert in Japan. Danach hat sie sie verkürzt und jetzt wieder verlängert. Also es ist alles so ein Hin und Her und Pillepalle. Würdest du das als Pillepalle bezeichnen? Das ist Pillepalle für mich. Das ist Pillepalle. Erst Pille, danach Palle. Ja, aber vielleicht ist das ja ab heute dann vorbei, Tino. Wir werden sehen. Frau Merkel, wir glauben an Sie, aber ich bin kritisch. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar lokalen Nachrichten, glaube ich. Die hast du auch mitgekriegt, oder? Bestimmt. Also gleich kommen wir zu der angeteaserten Seehofer-Sache nochmal. Ja. Die ist so spannend, die schiebe ich nochmal ein Stück nach hinten, denn es ist noch was anderes passiert, was durchgepeitscht wurde, wie Assi-Toni. Und zwar Julia Klöckner. Hast du das mitgekriegt? Ja, tolle Frau. Ne? Man soll sich nicht ins eigene Nestle kacken, das hat sie nicht verstanden. Mhm.
Das hat die ganze CDU nicht verstanden, das versteht die Politik an sich überhaupt nicht. Mhm. Sie hat nämlich Nestle promoted quasi. Stimmt. Da hat sich auch der gute Rezo wieder eingeschaltet, hat ja gesagt, wenn er das machen würde, dann müsste er das als Werbung kennzeichnen. Richtig, das ist da nicht passiert. Aber komm, da muss er noch mal ein bisschen Verständnis haben. Die Politiker, die sind halt ein bisschen hinterher, was das angeht. Mhm. Die haben diese ganzen Krisen überhaupt nicht mitgekriegt, dass man irgendwie auf Instagram Namensnennung als Werbung kennzeichnen muss und sowas. Mhm, das ja, es ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn du Politikerin bist und sie ist ja auch in ihrer Funktion dort gewesen. Mhm. Aber es wirkt schon komisch, wenn sie auf einer Nestle-Veranstaltung irgendwie eine Rede hält. Ich weiß nicht. Also, aber Tino, es ist ein bisschen schwammig. Warum ist das so kritisch, dass die mit Nestle darum geeiert hat? Weil Nestle gesagt hat, dass Wasser kein Menschenrecht ist, kein Grundrecht ist. Nestle wollen, dass alle für Wasser bezahlen müssen, ganz viel Geld. Das klingt ja, als wäre Nestle ein Hurensohn. Ein Hurensohnverein. Könnte man sagen, wenn man jetzt wirklich eine spitze Zunge ist, was wir ja nicht sind, könnte man das sagen. Okay. Was ist Nestle dann? Nestle ist eine Firma, ein Unternehmen, welches man kritisch betrachten kann, aber nicht muss. Aber die haben immer so günstige Preise, Tino. Und leckere Pizzen, ich weiß, und auch tolle Cerealien und so, aber ich kaufe keine Nestle-Produkte. Also nicht absichtlich, man weiß es ja nicht immer. Die hatten so eine richtig geile American-Pizza, so mit Spinat oder was da drauf war. Hm. So geil. Und dann Essen hast du auf die Packung geguckt, also direkt Finger in den Hals. Nestle, Finger in den Hals und in den Arsch gesteckt und dann habe ich mich voll geärgert. Ja, so geht's mir auch ganz oft. Falsche Reihenfolge. Ja, es ist der fehlende Schlaf, Leute, dass ich Sachen wie Arsch sage. Das sage ich eigentlich sonst nicht. Oh, du Schlingel, du. Ja. Also. Ich lasse alle Höhlen fallen heute, die tiefen Abgründe. Wollen wir mal zum Seehofer kommen? Zur Seehoffnung, ja. Nee, Seehoffnungslos, habe ich gesagt. Seehoffnungslos. Da gab es nämlich gleich zwei Events, deswegen da Kritik geäußert wurde. Es gab einmal das Datenaustauschgesetz, da ist ein Video auf Twitter viral gegangen, wie er quasi, es sind so 33 Sekunden und alle sagen so, okay, wie man in 33 Sekunden komplettes Vertrauen verliert oder so. Hm. In diesen 33 Sekunden sagt er halt relativ offen, dass er in den letzten 15 Monaten gelernt hat, dass man Gesetze besonders kompliziert machen muss, weil man dann auf wenig Widerstand stößt und die so klammheimlich quasi durchschieben kann, ohne dass die Leute raffen, was da passiert. Das sagt er einfach, ja. Das sagt er so. Ja, und er freut sich dabei auch so ein bisschen. Und das ist sowas von... Das haut der einfach raus, der Horst. Das erkennt er nicht, ne? Das haut er einfach raus. Ja, man muss aber auch Politiker, man muss auch mal so sehen. Ja, man sagt immer, die Politiker, die sind nicht ehrlich und so. Und da kommt mal einer, der mal ehrlich ist, ist auch wieder nicht richtig. Ja. Was ist denn da los? Wie sie es machen, machen sie es falsch. Man kann es den Leuten nicht recht machen. Ganz ehrlich. Aber es stimmt, viele Gesetze werden auch durchgedrückt, wenn gerade irgendwas anderes Großes ist, wie die Fußball-WM oder so. Da sind auch schon Sachen durchgedrückt worden. Hm. Worüber da nicht berichtet worden ist, weil alle nur WM im Kopf hatten und EM und ESC. Aber das Gesetz haben. Wir haben heute echt viele Abkürzungen. Das ist ziemlich witzig. Ich habe mit einer Abkürzung angefangen. Auf einmal geht es hier nur AKW, die große ESC, Abkürzungssendung. NSDAP. AKK fehlt noch. Ja. Nee, die kommen. Also die hatten wir letzte Woche genug. Das muss jetzt nicht nochmal sein. Annegret Kram-Karrenbauer hört einen Maikantereit. Okay. Das zweite war das geordnete Rückkehrgesetz. Hast du davon gehört? Das geordnete Rückkehrgesetz. Geordnet. Also, dass Leute, die hierher gekommen sind und wieder zurückgehen sollen, die sollen jetzt ganz geordnet zurückkommen. Geordnet, das birgt aber relativ viele Gefahren, denn folgendermaßen. Die könnten da sterben. Die müssen mit diesem Gesetz, müssen die in normale Gefängnisse irgendwie mit rein. Mhm. Das ist nicht so gut, denn die sind relativ ausgelagert, also relativ groß belegt. Sehr frequentiert. Außerdem ist Abschiebehaft ja keine Strafe, also darf man das nicht gleichsetzen. Und die Familien und Kinder der Geflüchteten müssten auch mit inhaftiert werden, wo auch wieder das greift, dass da nicht so viel Platz ist. Und das ist alles so ein bisschen kritisch und auch das ist sehr abgegangen über Twitter, du. Habe ich nicht mitbekommen. Gar nicht. Nee. Naja, es ist auch relativ neu, also zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Ist mir auch eh egal, was Ausländer angeht. Da bin ich ja. Ich habe da einen Alternativvorschlag. Wenn wir das nicht hinkriegen, die einfach irgendwie hier zu lassen oder dass mit den richtigen Gefängnissen nicht geht, ich habe mir da was überlegt. Man baut, Achtung, gute Unterbringungen lästiger Ausländer Germaniens, kurz Gulag. Ja, gute Idee. Gell? Das wäre doch was. Das sollte doch die AfD für sich aufgreifen, das Thema. Die wollten eh schon mal die Flüchtlinge konzentrieren auf einen Punkt. Hm. Auch in Buchenwald vielleicht, war auch ein Vorschlag. Kann man machen. Ja.
Gab es noch nicht in der Geschichte. Ich habe mich nämlich mit dem Phänomen Gulag sehr beschäftigt. Wusstest du, wenn man... Ich kenne Gulasch. Ja, wenn man trampt oder zu Fuß von hier nach, sagen wir, Japan möchte, ja, da hat man nur die Möglichkeit, entweder durch Russland oder durch die Türkei zu gehen. Das ist Pest und Cholera, oder? Ja, stimmt. Dann willst du bei beiden nicht durch. Und mein guter Kumpel, der russische Wurzeln hat, beziehungsweise kasachische, der hat gesagt, nee, geh mal über Russland. Und dann habe ich mir die Route so angeguckt und habe geguckt, wo so Gulags sind. Und habe ich gesagt, nee, dann bleib ich lieber in Deutschland. Gibt's die eigentlich dieser noch? Dieser Spießrutenlauf. Gibt's die Gulag-Kanonen eigentlich noch? Gulag-Kanonen? Ja, in Russland. Kanone. Also gibt's noch Gulags? Ich glaube nicht, dass die noch aktiv sind. Zwinker, Zwinker. Man weiß es nicht. Ja. Aber Russland ist ein sehr schönes Thema, denn in Russland wurde jetzt der Elton John-Film prämiert, also wurde vorgestellt. Okay. Und alle homosexuellen Szenen wurden rausgeschnitten. Oh, schon wieder so eine Scheiße, ey. Ne? Was Elton John sehr geärgert hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Sein Softporn, den er sich da jetzt jeden Abend reinziehen kann. Also ganz ehrlich, wenn es einen Film über dich gäbe mit so Szenen, oder? Wenn er nun mal homosexuell ist, ja, dann ist es ein Teil der Geschichte. Man muss es ja auch nicht positiv darstellen, darf man ja eh nicht in Russland, in gewissen Regionen. Ich kann das nicht mehr hören, ey. Das ist halt echt so mittelalterlich alles. Aber es ist homosexuelle Aktionen. Das ist ja erlaubt. Das ist genau das Gleiche wie bei der Demo, finde ich. Ich finde, wenn man das da rausschneidet, hat es den Eindruck so, wir wollen nicht, dass die Leute das sehen und auf dumme Gedanken kommen, plötzlich auch Mann mit Mann rummacht oder Frau mit Frau. Ja. Es ist der gleiche Eindruck, den man da bekommt. Die Russen haben Angst. Es ist auch der falsche Weg. Also sie begründen das ja mit den demografischen, aus demografischen Gründen. Die wollen halt wachsen, Bevölkerungswachstum in Russland. Und wenn man da homosexuell wird durch irgendwelche Elton John Filme, dann werden ja weniger Kinder gezeugt. Stimmt. Aber ich habe gelesen, dass man in Russland als Homosexueller Blut spenden darf zumindest. Also es ist alles sehr verwirrend. Ja. Auf der einen Seite darf man schwul sein und auch Sex haben, man darf es aber nicht positiv darstellen vor Kindern und auch im Fernsehen nicht. Und es gibt auch in Russland keinen geouteten prominenten Schwulen. Kommt noch. Oder Lesbischen. Kommt noch. Es gab mal diese Band Tattoo vor vielen Jahren, die diesen All the Things She Said gesungen hat. Ja, die waren russisch. Die waren russisch, genau. Und die waren in Russland erst sehr erfolgreich, haben auf Russisch gesungen, dann international auf Englisch. Und die haben ja immer rumgemacht in ihren Videos und so. Aber die sind eigentlich heterosexuell, wollten aber damals zumindest darauf aufmerksam machen, dass Homosexualität nichts Besonderes ist, aber eine alternative Lebensweise ist, die man akzeptieren muss. Und die Rothaarige, die ist immer noch so voll pro CSD und man sollte das alles legalisieren. Also auch die Propaganda. Und die Schwarzhaarige, die sagt, wenn ihre Tochter lesbisch wäre, wäre das in Ordnung, aber ihren schwulen Sohn würde sie verstoßen. Ah, da war was. Das ist auch sehr ambivalent. Das sagen wir ja dunkel was. Und ich finde es schade, weil die Musik echt gut ist, muss aber man sagen. Folgendermaßen, Tino, ich glaube, das ist einfach der falsche Einsatz. Pass auf. Politik, gerade in Russland, wird wahrscheinlich sehr von Männern gemacht. So. Ja. Und Männer, die zwei Männer miteinander rummachen sehen, das finden die erstmal nicht so schön. Ja? Meistens. Finde ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt das, was ich als ästhetisch oder so bezeichnen würde, aber mir ist halt einfach egal so. Aber ich muss bis jetzt noch einen einzigen Mann finden, der sagt, okay, wenn zwei Frauen miteinander rummachen, das finde ich aber richtig widerlich. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Und wenn man darüber vielleicht so ein bisschen, ja, selbst ein Putin, der lunzt da bestimmt auch hin und wieder gerne mal hin, wenn sowas passiert. Möglich. Ich glaube, also ich weiß nicht, warum kann man das nicht irgendwie so ein bisschen mehr rausstellen? Ja, es gibt so ja auch viele homosexuelle Pornos aus Russland. Es gibt ja auch alles, auch eine Pornoindustrie. Aber man darf es irgendwie nicht positiv darstellen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Die machen ja auch Umfragen regelmäßig in Russland. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau. Es sind erschreckend viele, die denken, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Und die man therapieren müsste. Also die Russen sind da echt sehr hinterher. Und es gibt auch Gerüchte, dass Putin an sich, also er ist selber nicht homophob, er hat doch irgendwie wohl einen homosexuellen irgendwie Neffen oder irgendwas, sagt man sich. Aber er macht halt Politik fürs Volk. Er hat auch mal gesagt, er kann eh nichts ändern an diesen Gesetzen, dass man das verbieten soll, diese Propaganda. Das machen wohl die auf kommunaler Ebene. Okay. Da konnte er nichts dagegen machen. Der Arme. Das ist alles sehr ambivalent, also ich weiß nicht. Es ist sehr undurchsichtig und man, es gibt ja auch diejenigen, die dann immer sagen, man darf Russland nicht zu sehr kritisieren. Das sind ja alles die Guten, man sollte sie nicht sanktionieren. Aber ich finde, das ist einfach kein demokratischer Staat, kein Rechtsstaat zumindest und nicht wirklich frei. Und ich finde,
dass Sanktionen durchaus angemessen sein können. Das kann ich mir nicht anhören. Du bist doch völlig indoktriniert von deiner hier Regenbogenfahne. Das ist das Gegenteil. Ich glaube sogar, dass viele Linke sogar sagen, man sollte die Sanktionen aufheben gegen Russland. Ich finde, nicht unbedingt. Ich sage es nicht auf jeden Fall, aber ich glaube, man sollte sowohl Amerika als auch Russland kritisieren dürfen können. Na, jedes, alles. Ich bin da jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Es gab jetzt auch wieder irgendwie so Berichte, dass selbst bei Impfgegnern, dass da selbst irgendwie russische Bots mit in eingeschaltet wurden und so. Ich will das auch nicht irgendwie, das klingt alles so einfach, sich zu sagen, okay, da haben wieder die Russen ihre Bots losgeschickt, die dann irgendeine falsche Meinung pushen oder so. Also so einfach kann es auch nicht sein. Und klar kann das passieren und das beflügelt das alles, aber egal. Lass uns noch mal kurz vor Schluss den wirklichen viralen Hitler diese Woche besprechen. Ja. Philipp Amthor war bei Markus Lanz, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, sehr schönes Interview. Ich glaube, das war... Da gibt es nichts, was mehr abging als das, dieser eine Satz. Es gab nämlich von Rezo ja das Video, haben wir auch berichtet drüber. Dann sollte es durch die CDU ein Gegenvideo durch Philipp Amthor, der auch gerade richtig durch die Medien gepeitscht wird, wie nichts anderes, soll es ein Antwortvideo geben. Das gab es nie und er hat verraten, was der erste Satz sein sollte. Na Rezo, du alter Zerstörer. Ja, und dann hat er dabei richtig cool in die Kamera geguckt. Boom. Und meine Fresse, hat sich da die Internetgemeinschaft richtig lustig drüber gemacht. Viele haben das Wort Cringe verwendet, womit ich persönlich ein sehr großes Problem habe. Guckt mal auf NostraVTV auf Cringe and Confidence und das ist ein gutes Video und da sage ich alles ganz genau dazu. Aber Amthor ist ja auch so, du erwartest doch auch so eine Antwort für von ihm. Für mich ist er so ein bisschen Entertainment einfach. Ja, ich finde ihn auch, ich gehe nicht mit allem überein, was er so macht und was er für eine Haltung hat. Aber er ist relativ noch liberal so in der CDU und macht junge Politik. Ja, möchte man hoffen, dass er junge Politik macht. Im Vergleich so. Aber ich muss auch wieder sagen, an diesem Punkt, ne, Markus Lanz ist so ein beschissener Moderator. Also, ja, er kommt ständig dazwischen. Selbst bei uns, ja, selbst hier, wenn er hier sitzen würde, wir würden ihn so an die Wand moderieren. Keine Frage. Also ganz ehrlich, was ist denn das? Ich verstehe, also an sich vertritt er ja sogar eine gute Seite, sag ich jetzt mal, die ihn immer wieder, also Philipp Amthor da so in Frage stellt und so, aber das ist so nervig, Alter, es ist so der nervig. Der hakt ständig nach. Wie ist denn der da in diese Position reingekommen? Ja. Furchtbar. Naja, das war's. Man schaut ihm nicht gern zu, Markus Lanz, also man hört ihm auch nicht gern zu. Ich finde ihn an sich als Mensch sehr, sehr sympathisch, ja, so, aber... der wirkt jetzt nicht irgendwie asozial oder sonst irgendwas. Er hält sich jetzt investigativ, aber er ist einfach nur anstrengend und fällt jedem ständig ins Wort. Tino, was geht man der Woche? Oh, der Woche, was geht mir denn? Also schon für den Sarah Connor-Song, ja. Oh Gott, Alter. Muss ich sagen, einmal Dutti, du, das war schon, ja, was für eine Woche. Ja, also irgendwie, ich habe mich relativ kurzfristig auf die Woche vorbereitet hier. Und dann habe ich vorher gedacht, irgendwie, ja, die Woche ging ja gar nicht. Dann habe ich immer mehr gemerkt, Alter, es ist doch passiert. Ganz schön viel ab, ne? Ja. Ein toter Politiker, das ist halt echt ein krass, Regierungschef sogar. Alter, ja. Das ist echt krass. Keine Rede drüber, aber es wurde ein fucking Politiker in seinen Schädel reingeschossen. Richtig, in den Kopf reingeschossen. Überlegt euch das rein mal. Rein in den Kopf. Das sind Sachen, die man sonst aus Mexiko kennt. Kann ich schnell noch einen anfügen. In Mexiko dürfen Jungs jetzt Kleider tragen und Mädchen dürfen Hosen tragen in der Schule. Es gibt da nicht mehr die Schuluniform. Ah, nice. Lustig, schön. Nochmal was Uplifting am Ende. Das freut mich. Was Hochhebendes. Anglizismenverbot gibt es ja nie wieder, also schaltet ab, wenn ihr der englischen Sprache nicht mächtig seid. That's right. Wir sind aus dem Internet, für das Internet und für Leute, die vielleicht ein bisschen Bezug haben wollen zum Internet. Also gewöhnt euch auch an Anglizismen. Ich weiß, ihr wart hier in der Zone, ja, ihr musstet Russisch lernen und jetzt könntet ihr uns dabei helfen, die russischen Bots irgendwie zu identifizieren. Aber nein, stattdessen sitzt ihr nur zu Hause und schickt uns nicht mal einen hasserfüllten Leserbrief. Ihr fetten Loser. Genau. Also ich gebe der Woche eine 8. Weißt du warum? Weil ich... 8, Alter. Doch, 8. Wir können nicht immer die 8 auspacken, Alter. Es ist Christ immer eine 8, war eine fucking... Was war es? 8,5? Dann sage ich 9. Die Woche war eine 9. Ja, also guck mal, Nahles ist zurückgetreten, ja. Also ich bin das haben wir gar nicht erwähnt. Dann ist der Typ da, der Politiker, erschossen worden. Was wir bedauern, aber... Was diese Woche Nahles passiert ist. Ja. Es gab auch so ganz cringy... ich liebe das, ich liebe das. Ganz cringy Meme. Ja. In roten Zeiten hilft nur noch Nahles. Weil die Andrea Nahles heißt. In roten Zeiten hilft nur aber noch... Aber was ist denn da das Wortwitz, der Wortwitz? Nahles. Nahles. In roten Zeiten, also rot,
Anales, weißt wenn du? Wenn Knecht Erdbeer kommt. Richtig. Ach, ich versteh's. Dann gibt es Analverkehr. Wow, das ist ja fast so gutes Wortspielmaterial, wie es hier bei uns gibt. Ich liebe das. Ich muss es nochmal sagen. Ich liebe das, so ein Wortspiel zu machen, was richtig schön schlecht ist. Und dann die Leute dabei anzugucken, wie sie gerade so ein bisschen leiden. Hat er nicht gesagt. Ja. Ich sag eine neue, doch, ich fand's geil die Woche. Hat Spaß gemacht. Nee, Tina, oh, die Grünen Aufwind, ja, Kanzlerkandidat hier. Ja. Dann gab es Razzien, da konnte man gar nicht drüber reden. Ja, Razzien bei Hasskommentatoren. Ratzinger. Russland. Razzien. Das war jetzt wieder so ein Ding. Das war wieder so ein Ding, konnte ich wieder in ihm, wenn man so ein bisschen in der Person gegenüber was sterben sieht. Ich liebe das. In mir stirbt jeden Tag was. Sarah Connor, also ich war geile Woche. Ich sag 9. Dann gehe ich auf 7 und wir müssen uns bei der 8 treffen. Verdammt. 8. Okay. Es könnte böse Vermutungen geben. Mit der 8. Na, machen wir das nicht sogar 8.